Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute wieder die Beantwortung einiger Zuschauerfragen, die dann in den nächsten Tagen ausgestrahlt werden. Und heute eine ganz interessante Geschichte. Hallo Herr Kammer, ich habe mir vor kurzem die Doku Seaspiracy, läuft auf Netflix, angesehen und mich im Nachhinein gefragt, inwieweit unser Koi-Hobby den Weltmeeren schaden. Denn auf jedem Koi-Futter steht Fischmehl drauf. Woher stammt denn dieses und wie wurden diese Fische gefangen? Gibt es Alternativen zu Fischmehl im Futter? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Eventuell wäre es ja auch mal ein ernsterer Beitrag für den YouTube-Blog. Vielen Dank für Ihre Mühe und guten Aufklärung. Mit freundlichen Grüßen, Niki. Niki, ich habe die Doku auch gesehen und es hat mich genauso schockiert. Ich habe es vielen Bekannten empfohlen, es anzuschauen. Und jedem Zuschauer hier empfehle ich es auch mal anzuschauen. Aber Achtung, das ist sehr amerikanisch. Nach Seaspiracy kann man noch Cowspiracy anschauen, dann kann man noch The Game Changer anschauen. Dann gibt es noch einige andere Dokumentationen, die sich mit der Ernährung oder den Folgen der Ernährung oder eben dem beschäftigen, was auf der Welt passiert. Aber am Ende kann man zu jedem Thema eine Doku machen, dass man die Lust auf das, um was es geht, am Ende verliert. Machen wir noch ein Carspiracy, zeigen die ganzen Verkehrstoten, die es auf der Welt gibt. Und dann eine Battery-Spiracy, wo man zeigt, wie die Batteriegewinnung oder das Lithium, was man für die Batterien braucht, was da alles für ein Unheil geschieht. Die Welt ist einfach im Moment an einem gewissen Kipppunkt und wir hoffen alle, dass es in die richtige Richtung geht in den nächsten Jahren oder möglichst kurzfristig. Aber ich glaube, Panik zu schüren, und das wird in Seaspiracy definitiv gemacht, das ist schwierig. Und ich weiß auch nicht, ob die ganzen scheinbaren Fakten auch tatsächlich so sind. Ich habe mich mit Freunden unterhalten. Also so gewisse Zahlen, die da genannt werden, können eigentlich fast nicht sein. Aber das lassen wir mal dahingestellt. Deine Frage bezieht sich aufs Fischmehl. Und ich kann dir da erstmal eine Antwort geben. Ja, unser Futter ist nachhaltiger, weil wir sind von so und so viel Prozent Fischmehl sind wir runtergegangen um 25%. Also unser altes Futter im Vergleich zum neuen Futter ist das neue Futter nachhaltiger. Aber auf Fischmehl, und das haben wir getestet, können wir nicht verzichten. Es gibt eine Alternative, das ist sogenanntes Fliegenlarvenmehl. Da hat eigentlich unsere ganze Futtergeschichte, Futterneuentwicklung mit begonnen. Aber wir konnten eindeutig zeigen, dass Fliegenlarvenmehl für die Ernährung von unseren Karpfen nicht in dem Maße geeignet ist wie Fischmehl. Und da geht es insbesondere um die Aminosäurenstruktur. Das heißt, Eiweiß besteht aus ganz vielen Aminosäuren und die Aminosäurenstruktur im Fischfutter muss ziemlich genau auf die Aminosäurenstruktur vom Fisch passen. Und wenn es das nicht tut, dann gibt es Fehlernährung, dann kann es auch Entwicklungsstörungen etc. geben. Und selbst wenn die Aminosäurenstruktur vom Fliegenlarvenmehl dem des Fischmehls sehr ähnlich ist nicht gleich. Und da konnten wir wirklich zeigen, die Kotausscheidung war gigantisch hoch und auch das Wachstum und die Entwicklung der Fische war sichtbar, messbar und wiegbar deutlich schlechter als im Vergleich zum Fischmehl. Also komplett darauf verzichten wird in der Aquakultur oder in der Koi-Ernährung nicht möglich sein. Jetzt haben wir aber, und da kommen wir wieder zu unserem Futter, zwei Arten von Fischmehl. Das eine, müssen Sie sich ganz einfach vorstellen, da fahren Riesentrawler über die Weltmeere, fischen ab, was geht, und das wird alles zerhäckselt, gemacht, getan und am Schluss zu Fischmehl verarbeitet. Das ist ekelhaft, das ist nicht nachhaltig, das ist einfach in Anführungszeichen pervers. Und dann gibt es ein sogenanntes biozertifiziertes Fischmehl, da geht es um verschiedene Punkte, aber unter anderem kommt das in der Regel aus Peru, ja? Und in Peru ist einer der größten Fischmehlproduzenten auf der Welt. Und jeder von Ihnen hat schon mal El Niño gehört. El Niño ist ein Wind, der weht vom Land aufs Meer hinaus. Und wenn der Wind aufs Meer hinaus weht, passiert Folgendes. Die Wassermassen werden auf den Ozean rausgetrieben, die oberen Wassermassen. Und wenn die oberen Wassermassen quasi rausgeschoben werden, müssen von unten Wassermassen nachkommen, weil es kann ja kein Loch im Ozean geben. Und diese aufsteigenden Wassermassen haben Unmengen an Plankton, insbesondere Phytoplankton, also kleine Algen. Und die wiederum ernähren dann oder setzen eine ganze Nahrungskette in Schwung. So, was passiert? Ganz viele kleine Fische haben die Möglichkeit zu fressen, sich zu entwickeln. Und darum gibt es im Meer vor Peru unfassbar viele Fische, aber
viele kleine Fische. Die sind für die Ernährung nicht geeignet, also um sie jetzt industriell zu Nahrungsmitteln zu verarbeiten. Und darum werden die in der Regel zu Fischmehl verarbeitet. Und daher kam es, dass Peru zu einem der größten Fischmehlproduzenten der Erde wurde. Und dieses Fischmehl wird bei uns in unserem Futter eingesetzt. Also da werden keine Haie, keine Delfine, kein sonst irgendwas mit rein verwurstet, sondern das ist wirkliches Fischmehl aus kleinen Fischen. Und das ist das, was ich Ihnen sagen kann. Wir machen nur Bio-Fischmehl, was anderes macht die Firma Hokkowit ohnehin gar nicht. Also alle Futtersorten, wo Sie kaufen, die von Hokkowit hergestellt wurden, ist dieses Fischmehl drin, weil Hokkowit es auch ablehnt, dieses andere Fischmehl, was übrigens auch günstiger ist als dieses biozertifizierte Fischmehl, wobei wir auch gelernt haben in Seaspiracy, dass diese Bio und diese ganze Plaketten für die Weltmeere kann man im Prinzip auch dem Hund an den Arsch werfen, auf gut Deutsch gesagt, weil es einfach nicht kontrollierbar ist, was diese Hunderttausenden, wenn nicht sogar Millionen an Schiffen auf den Weltmeeren da draußen anrichten. Da ist im Prinzip alles außerhalb irgendwelchen rechtlichen Kontrollen. Also das ganz grob, wir können auf Fischmehl nicht verzichten. Wir haben es mit der Entwicklung unseres neuen Futters geschafft, den Fischmehlanteil in unserem Futter um 25% zu senken. Aber alternative Proteinquellen, pflanzliche Proteinquellen waren uns oder Insektenproteinquellen sind nicht in der Lage, die Verdaulichkeit und eine Aminosäurenstruktur anzubieten, dass es für die Koi wirklich geeignet ist. Ich hoffe, dir damit weitergeholfen zu haben. Und lasst euch durch so amerikanische Dokumentation nicht den Spaß am Leben verderben, weil so gut sind sie dann auch wieder nicht recherchiert. Ich habe mal eine vegane Ernährung angefangen aufgrund dieser Dokumentation. Das meiste, was mir darin versprochen wurde, ist nicht eingetroffen, ganz im Gegenteil. Ich habe gewisse Mangelerscheinungen irgendwann mal nach einem Dreivierteljahr gehabt. Das war nicht gut, das hat auch wieder Monate gedauert, um die wieder auszugleichen. Und da war auch ein Beispiel drin, da rechnen die auch mit Landfläche und wie viele Menschen man über die Landfläche und mit Ackerbau nachher ernähren könnte. Und dann habe ich mal angefangen zu recherchieren, weil mich solche Sachen dann immer in der Tiefe interessieren. Und dann war wieder da, dass der Veganer an sich, wenn alle Menschen vegan wären auf der Welt, würde es auch wieder nicht funktionieren, weil man einfach nicht nur die Landfläche für den Ackerbau sehen kann, sondern man muss wiederum betrachten, was kann mit diesem Land angestellt werden? Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Bereiche, Landflächen auf dieser Erde, da kann man überhaupt kein Gemüse anbauen, um es ganz blöd zu sagen, sondern die sind nur geeignet, um im Prinzip wieder Rinder darauf zu halten, ja, für die Viehzucht. Also, im Umkehrschluss kam da, und das waren seriöse Studien, zumindest da, wo man sie hergezogen hat, und das können Sie auch alles nachgoogeln, das ist jetzt nicht irgendein Gerede, ist es der Veganer wieder, der am nachhaltigsten ist, weil dort auch wieder die Landflächen genutzt werden, die für normalen Ackerbau wieder nicht geeignet sind. Also man muss sehr, sehr, sehr aufpassen. Da ist ein junger Kerl, der sehr engagiert war, der dieses Seaspiracy gemacht hat. Aber man muss es auch etwas kritisch sehen und nicht einfach nur so hinnehmen, was der Junge mit der Kamera gesagt hat. Sollte man übrigens immer machen. Auch das, was ich hier tue, sehen Sie es kritisch und finden Sie für sich Ihren Weg. Ich bedanke mich für deine Frage, Niki, und bis dann. Ciao.